Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Draconius Go. Ja, es ist eine Weile her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe. Dieses Videomaterial ist auch schon mittlerweile bald einen Monat alt. Es war eine Menge zu schneiden, es waren 1 Stunde 10 Minuten Material und dieses habe ich jetzt zerschnitten. Was seht ihr hier? Ich habe zum allerersten Mal Kristall der Weisheit benutzt. Während des Events, wo es eh schon vermehrt Erfahrungspunkte gab und habe das mal ausgenutzt. Selbstverständlich zeige ich euch jetzt nicht jede einzelne Entwicklung, sonst wäre das Video ja über 30 Minuten lang. Warum es aber über 30 Minuten ist, seht ihr dann am Schluss. Aber ich habe jetzt endlich mal welche entwickelt, die ich eigentlich die Weiterentwicklung noch gar nicht gefangen habe. Wie zum Beispiel dieses hier. Ich glaube Dampfpacks, oder? Oder so. Moment. Der Name kommt gleich. Ach nee, Dampfei. Genau, Dampfei. So, Pilzi. Soll auch mal entwickelt werden. Ist vielleicht ein bisschen früh. Man könnte ja auch warten, bis man ein gutes hat und das dann durchentwickeln. Weil es hat ja nicht nur eine Weiterentwicklungsstufe, sondern zwei. So, das ist jetzt nicht Pilzotopia, sondern... Tanzewind, genau. So, und das nächste ist Überwasserrian. Kommt dann Unterwasserrian raus? Vielleicht auch nicht. Eigentlich sieht es aus wie ein Fisch und andererseits steckt etwas Seepferdartiges drin, weil, ja, Pferdekopf halt, genau, Fisch mit Pferdekopf. Ganz schön pink und blau. Und ganz schön am Zappeln, das Viech. Ach ja, Mittelwasserrian. Das andere war Unterwasserrian. Alles klar. So, da ist es. Level 21 erreicht. Yay. Mal gucken, die Items müssten gleich noch kommen. Damit wir nochmal sehen können, was man denn mit Level 21 so kriegt. Ist wahrscheinlich nicht lang, nicht so toll wie das, was man Level 20 bekommen hat. Genau, der Verlauf. 10 Beleber, 10 Meistersphären, 10 mittlere Tränke und 10 Süßigkeiten, damit man mehr Steine bekommt. Naja, hier kann man auch nochmal schön sehen, dass 750 EP nach einem Kampf, nach einem gewonnenen Kampf bekommen hat. Normalerweise kriegt man 500. Und daran sieht man, dass das hier nochmal vermehrt ist. Also ich habe da schon gut Erfahrungspunkte rausgeholt. Ich entwickle mein Beridil, mein quasi fast 100-prozentiges, weil es ist nur 5-5 ohne goldenen Hintergrund. Und das scheint ja noch nicht das Beste zu sein. Aber naja, es ist ja auch nicht das beste Geschöpf. Das erreicht ja nicht so viel WP, daher ist es nicht so gut. Natürlich entwickle ich dann noch ein paar. Wenn ihr gut geschaut habt, fehlte nicht mehr viel für Level 22. Ob ich jetzt noch Level 22 erreiche? So, dann geht's hier weiter. Da habe ich jetzt noch mal ein paar. Da habt ihr es noch mal gesehen. Es ist wirklich nicht mehr viel. Ah, dann wollen wir mal ein bisschen vorspulen hier. Das mal ein bisschen beschleunigen. Die vielen Entwicklungen, also Beridil 94 Bonbons an dieser Stelle. Hier noch immer noch 94 minus das, was die Entwicklung kostet. Jetzt sind es 84. Und noch eins. Jetzt sollten die Punkte langsam reichen. Nochmal 22.000. Das gerade richtig erkannt. Es ist alles so klein. Aber es hat immer noch nicht gereicht. Ja, eine Entwicklung. Oder zwei. Oh, eigentlich nur eine.
So, eine. Und gleich einfach noch eine. Und dann haben wir es endlich geschafft. Dann habe ich tatsächlich in einer Entwicklungssession Level, zweimal Level Up, Level 22. Wo laufe ich denn gerade hin? Sehe ich gerade im Hintergrund, aber ich glaube, das ist sogar richtig. 10 Beleber, 10 Meistersphären, 10 mittlere Tränke, 10 Süßigkeiten und ein Kristall der Weisheit. Klasse. Also die Kristall der Weisheit, ich glaube, das ist aber auch wegen dem Event. Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher. Also normalerweise hätte man den Kristall der Weisheit nicht bekommen. Hier mein Bestiarium, wie der eigentlich momentan aussieht. Ich habe 71. Das Video ist so alt, dass es die neuen Geschöpfe gar nicht drin sind. Und deswegen geht es nur bis 125. Also normalerweise, das ist jetzt natürlich blöd. Hier zeige ich euch einen alten Bestiarium, mit dem man quasi nichts mehr anfangen kann, weil die Nummern alle falsch sind. So wie es aussieht, sind nämlich die neuen Geschöpfe einfach so mitten reingeschoben worden, anstatt sie unten ranzufügen. Also weiß auch noch nicht so genau, wie ich das finden soll. So, ich bin am letzten Eintrag angekommen. Damit ist das Video zu Ende. Bis zum nächsten Mal.